What's up, moin Leute, war Nori am Start mit einer weiteren Folge von Sonntags geöffnet. Ja, die Woche war schon so ein bisschen was los, vor allen Dingen jetzt am Wochenende, wo ich ja auf, in Anführungsstrichen, Klassenfahrt war. Mein erster richtiger Betriebsausflug überhaupt, ja, also wirklich, wir sind wohin gefahren und sind sogar eine Nacht da geblieben und haben uns alle möglichen Sachen angeguckt und sogar ein bisschen was erlebt und so. Und das möchte ich mal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe meine Kamera doch tatsächlich zu Hause vergessen. Ich bin abends früh ins Bett und habe mir gedacht, ja, du stehst eh um 6 Uhr auf, musst um 9 Uhr erst da sein. Da kannst du auch morgen eben noch die Tasche packen. Du musst für eine Nacht, musst du eh nicht viel mitnehmen. Was passiert? Zack, bam, verschlafen. So schnell wie möglich Tasche gepackt, fertig gemacht, los. Das Einzige, was ich von meiner Kamera dabei hatte, waren die Akkus. Herzlichen Glückwunsch. So ein Scheiß. Aber wir waren in Winterberg. Wer das kennt, wird sich wahrscheinlich an eine Sache ganz besonders erinnern, und zwar die WOC-WM, die da stattgefunden hat seit 2003 mit ja dem großen Moderator Stefan Raab, der jetzt leider aufhört. Aber erstmal zum Ankommen. Wir sind da halt hingefahren, hat 2 Stunden gedauert ungefähr. Mit ein paar Baustellen, Treckern und so weiter, was man halt so vor sich hat, wenn man halt längere Strecken fährt. Möglichst viele Leute, die halt nicht so schnell fahren können. Ja, das geht nicht ums die langsam fahren, sondern die nicht so schnell fahren können. LKWs, Trecker und so weiter, da kann man sich halt nicht unbedingt drüber aufregen. Schleicher gab es auch, ne, aber die konnte man dann meistens auch relativ flott überholen. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Wir sind da angekommen und haben eingecheckt in ein sehr, sehr schönes Hotel da. Mit einer Kartbahn. Und wir sind auch direkt erstmal Kart gefahren, war natürlich tolle Sache. Ich habe jetzt noch Muskelkater in den Schultern und in den Armen. Also es war einfach Hammer. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Kartfahren kann ich nur jedem empfehlen. Ich werde euch so gerne Video- und Bildmaterial gezeigt. So ein Scheiß aber auch. Dafür dürft ihr mich dann auch hauen, wenn ihr mich mal seht oder so. Auf jeden Fall haben wir das gemacht und dann am Abend dann ein bisschen was Party gemacht. Ich muss ehrlich sagen, meine Kollegen sind super korrekt. Und saulustig, die haben sich ordentlich einbepischert. Ich habe mich extra was zurückgehalten, um erstmal zu gucken, wie die so drauf sind und sowas, ne? Weil man darf sich ja eigentlich bei so Betriebsausflügen jetzt nicht vollkommen begießen und gehen lassen und sowas, weil da sind Leute schon für rausgeflogen aus Firmen. Aber anscheinend ist das bei der Firma, wo ich gelandet bin, eigentlich überhaupt kein Thema. Das interessiert kein Schwein. Am Ende des Tages ist lediglich wichtig, dass man unter der Woche gut arbeiten kann, nicht betrunken irgendwie irgendwo auftaucht oder nicht ausgeschlafen oder so, und dass man mit seinen Kollegen halt zurechtkommt. Und da steht dann halt auch der Fokus von so einem Betriebsausflug dann drauf, dass man versucht, neue Bande zu knüpfen, sich mit seinen Kollegen halt auszutauschen. Und ich habe es auf jeden Fall was besser kennengelernt, sehe sie jetzt mit etwas anderem Licht. Eine sehr, sehr gute Sache halt. Nacht war super, schöne Betten, riesige Zimmer. Also ich muss sagen, ich hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, natürlich ein Standardflur halt dabei und ein Badezimmer, und das Schlafzimmer war so groß wie mein Zimmer und das Wohnzimmer war auch so groß wie mein Zimmer. Einfach so riesig, und das alles für mich alleine, das ist einfach unglaublich. Ich hatte so einen Spaß, einfach nur in der Wohnung auf und ab zu gehen und mich im Kreis zu drehen und mir zu denken, so alles meins. Super Hammer. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal hinfahren, wenn ich mit meinen Kollegen, dann vielleicht mit ein paar Kumpels oder sowas, um einfach mal ein bisschen was da rumzuwandern oder sowas. Mal gucken, dass ich da ein paar Leute einpacke. Und dann gibt es dann auch hoffentlich Videos. Also was zu sehen halt. War sehr, sehr klasse. Anschließend, am nächsten Morgen dann, relativ früh auf. Also relativ früh ist relativ. Ich bin um 8 Uhr auf. Um 10 Uhr sollten wir uns treffen. Fertig gemacht und mich vor den Fernseher geflätzt und erstmal Big Bang Theory geguckt und mich ausgeruht, und vor allen Dingen, ich konnte drinnen qualmen, weil ich ja jetzt nicht mehr rauche, sondern Dampfer, so eine super Sache. Bin immer noch begeistert, top Zeug. Also dahingehend alles top, alles einfach nur top. Ich hatte richtig viel Spaß, super geile Sache. Und dann sind wir auf die Winterberger Bobbahn, Rodelbahn, / WOC-WM-Bahn
sind wir dann dahin und haben eine Führung gemacht. Und zwar nicht so eine Rundführung, so an der Bahn entlang oder sowas, sondern wir sind auf die Bahnstrecke drauf. Und wir sind die komplette Bahnstrecke abgelaufen. Und das ist einfach herrlich, einfach klasse. Und dann habe ich auch tatsächlich realisiert, dass ich an meinem Handy eine Kamera dran habe, die ich eigentlich nie benutze. Und habe sogar ein paar Fotos gemacht. Ich guck mal, dann blende ich die hier mal eben ein. Es ist echt schon ein richtig, richtig krasses Gefühl, wenn da einem einer was erzählt über die Bahn, wie sie entstanden ist, wie das früher gemacht wurde, und was es da auch schon für Unfälle gegeben hat. Da sind tatsächlich drei Jugendliche nachts über einen Zaun drüber geklettert, haben sich in so Wokschüsseln reingesetzt. Oder Schlitten oder sowas. Ich glaube, es waren Schlitten. Ein paar Tage vor Start von der Bob-Weltmeisterschaft oder irgendwie sowas. Sind dann mitten in der Nacht ohne Licht und ohne alles dann halt da runtergefahren. Und nach einer verzwickten Kurve stand da noch so eine Vereisungsmaschine. Die hatten die Arbeiter nicht weggeräumt, weil die arbeiten halt bis spät abends und fangen dann morgens ganz früh wieder an. Und es ist Blödsinn, so eine schwere und große Maschine dann halt aus der Bobbahn rauszuholen. Und die sind dagegen geklatscht. Einer von denen ist gestorben und die anderen beiden haben nur aus purem Glück es am Ende dann geschafft, weil Passanten sie halt rufen gehört haben. Also wirklich sehr tragische Sachen. Da sind auch Leute schon rausgeflogen aus den Bahnen, jetzt nicht aus dieser, sondern aus früheren Bahnen, so um die 1900, ja, also 1900 herum. 1800, hau mich blau, bis 1900 irgendwas, wo es halt noch nicht diese Technik gab, sondern wirklich die Bobbahnen aus Eisplatten noch gemacht wurden. Oder beziehungsweise man einfach eine Kuhle in den Boden gemacht hat, Schnee rein und Wasser drauf. Und das ging halt wirklich nur dann, wenn es auch richtig kalt gewesen ist. Solche Sachen erzählt er dann einem und wie das alles funktioniert hat und sowas. Nein, es ist einfach gigantisch. Gigantisch, gewaltig und super anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man am Vortag Kart gefahren ist und sowieso schon ein bisschen angeblötscht ist von dem Abend, wo man dann ein bisschen was sich hinter die Binde gekippt hat. Also eine sehr, sehr komische Sache. Es hat aber sau viel Spaß gemacht. Echt. Und das Essen da oben in diesem Restaurant, was es noch dabei gibt, ist wirklich super gut. Ich kann den Bacon Cheeseburger nur empfehlen. Richtig klasse. Selbst gemacht, komplett. Ne? Also das ist kein Fertig-Bulettenzeug, sondern man merkt das. Also man sieht es und man schmeckt es. Das Ding ist wirklich noch handgemacht. Auch das Brötchen davon ist nicht einfach so ein gekauftes Ding, sondern es ist halt was Regionales, was da gemacht wird. Also einfach gigantisch. Richtig, richtig cool. Für jeden wirklich was dabei, vor allen Dingen, wenn ihr auch mit Kindern da seid und diese riesige Aussichtsbrücke, die da noch über so ein Tal drüber geht, wo man nicht einfach nur über die Brücke drüber gehen kann, sondern wo auch noch Klettermöglichkeiten dann da dran sind. Dann kann man zum Beispiel eine Röhre runterrutschen und landet dann in so einem Seilgerüst. Man kann da nicht rausfallen oder sowas, aber man hängt halt wirklich in diesen Seilen drinne. Und muss dann halt auf die andere Seite rüberkommen, um dann da wieder hochzuklettern. Und man hat halt nur diese Seile zwischen sich und 20, 30 Meter tiefen Fall. Beeindruckend, wirklich. Also Winterberg kann ich jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Jetzt im Sommer vor allen Dingen, da gibt es dann halt auch für Mountainbike-Fahrer halt richtig Möglichkeiten. Für Leute, die wandern gehen wollen, für Leute, die Sommerrodeln wollen. Alles, ja. Alles, einfach gewaltig und gigantisch. Sehr, sehr schöne Sache. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich mir auch gleich überlegt, ob ich mir vielleicht mal eine GoPro holen soll oder sowas. Oder was Ähnliches, Vergleichbares. Ich habe da schon ein bisschen was nachgehört. Und da gibt es anscheinend auch günstigere Varianten, die in mancher Hinsicht besser sind, in anderer wiederum nicht. Muss ich halt einen Kompromiss finden, weil in letzter Zeit gehe ich halt auch öfters mal was raus, unternehme was und versuche dann halt auch Videomaterial davon zu machen und es wäre halt eigentlich eine ziemlich gute Investition, um besseres Videomaterial noch zu bringen, um höhere Qualität halt zu erhalten und euch dann halt auch das Ganze dann entsprechend präsentieren zu können, denn dafür mache ich den Quatsch, ja. Und da denke ich, ist so eine GoPro eigentlich oder sowas Ähnliches halt in die Richtung eine ziemlich gute Sache. Falls ihr euch damit auskennt, einfach mal in die Kommentare reinschreiben, vielleicht eine Empfehlung, was es da gibt, was kostengünstiges wäre halt natürlich am besten, da ich noch nicht so viel Knete verdiene, wie ich das gerne hätte. Aber das kommt dann zu dem gegebenen Zeitpunkt noch,
dass ich dann mein Equipment irgendwann weiter aufstocke. Momentan ist das alles noch etwas rudimentär und sowas. Hab zwar schon recht gute Sachen, aber da geht immer noch was. Ich muss halt nicht das Neueste vom Neuesten haben, aber es muss qualitativ halt stimmen. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Und dementsprechend möchte ich dich halt auch noch fragen, was hältst du von der Art, wo mein Kanal momentan hingeht? Ich bin ja weg von dem komplett nur World of Tanks hin zu dem World of Tanks Minecraft-Gemisch mit weiteren Let's Plays dazwischen. Ich habe ja jetzt auch, wenn ihr auf meine Hauptseite drauf geht, also mal auf meine Kanalseite, dann seht ihr auch in dem Kanalbanner einen Uploadplan von Montag bis Sonntag und jeden Tag dann halt zwei Videos entsprechend. Was du davon hältst, ob das ist, was du erwartest, ob das gut ist oder halt nicht. Ich möchte das halt einfach wissen für mich, ob ich da mit deiner Unterstützung halt auch rechnen kann, entsprechend bei den Videos, die du halt auch magst. Also, ich mache das einerseits für mich, spiele ich die Spiele, weil ich es einfach geil finde, und andererseits mache ich die Videos halt dann für dich, damit du halt auch ein bisschen was Unterhaltung haben könntest. Und da ich dich ja damit unterhalten möchte, ist es halt für mich wichtig zu wissen, was du gut findest und was du halt weniger gut findest. Also einmal unten kurz mit reinschreiben zu deiner kleinen Kameraempfehlung. Ja, ansonsten habe ich jetzt vor, am Stück aufzunehmen. Vor allen Dingen Minecraft, aber auch World of Tanks. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich hatte das ja mal ursprünglich mir erdacht, dass ich das immer einen Tag vorher mache, um auf Kommentare und sowas darunter zu antworten. Aber es ist halt nicht die Kommentarflut da, um das so umzusetzen oder dass es irgendwie Sinn machen könnte. Da antworte ich lieber direkt auf die Kommentare in den Kommentaren, und wenn es dann doch mal um was Wichtiges geht oder sowas, mache ich auch ein extra Video dafür. Das ist es dann einfach wert. Und damit ich nicht ständig aus den Spielen herausgerissen werde, mehrere Tage dazwischen habe und mich dann erst wieder reinfinden muss, habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach mal ein paar Aufnahmesessions für Minecraft und World of Tanks, wo ich dann halt mal was länger spiele, vielleicht auch mit ein paar Leuten zusammen, also vor allen Dingen World of Tanks, und euch die Sachen dann halt entsprechend präsentiere. Für Minecraft habe ich mir in dem Zusammenhang auch direkt mal zwei Playlists zugelegt. Jede so anderthalb Stunden lang ungefähr, das Ganze auf random, also durchgehend. Das ist einmal eine normale Playlist für rumlaufen, bauen und in der Gegend halt rumtingeln und sowas. Das Standard-Gameplay, und dann noch eine Horror-Höhlen-Playlist für, wenn ich in Höhlen reingehe und sowas, damit man dann auch so ein bisschen die Bedrohung hat und das Gefühl halt rüberkommt und sowas. Also ich habe da mir schon noch ein bisschen was überlegt, und ich hoffe mal, dass es dir gefallen wird, dass es euch gefallen wird, und damit war es das eigentlich auch mit dieser Folge schon. Diesmal wieder etwas länger. Das schwankt so immer so ein bisschen, je nachdem, was ich halt die Woche über gemacht habe, was ich mir überlegt habe und sowas. Und das hilft mir auch, die kompletten Durchaufnahmen helfen mir auch so, unter der Woche etwas mehr Zeit zu haben. Vor allen Dingen mir Gedanken zu machen darum, was ich in Videos mache, was ich tue, was ich mache, was ich rüberbringe. Vor allen Dingen auch für sonntags geöffnet, verschiedene Themen und sowas. Dementsprechend wird das eigentlich sich hauptsächlich nur positiv auswirken auf meine Videos und euch hoffentlich noch besseren, fetteren Content bieten. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, ist ja nicht mehr lange. Und nicht vergessen, Montag gibt's nicht. Ist nur ein zweiter Dienstag. Bis dahin. Ciao, ciao.